Hallo Freunde hier von Neverwinter, herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play vom Neverwinter Update. Und wir schreifen hier in einem neuen Gebiet rum. Machen hier und da ein paar Questen. Und wir haben wieder Wölfe. Juhu, wir freuen uns ja. Denn ihr wisst ja, wie ich Wölfe mag hier in der Moment, nämlich gar nicht. Der wartet. Noch mehr Wölfe. Ich hab bald eine Wolfsphobie. So hat es gezielt. So, mal gucken. Was wir hier noch finden. So, von der Grafik her geht's. Überall sind Wölfe. Uah. Was hier jetzt los ist? Hä?
Ah, da. Bitte ein bisschen falsch. Oder? Da ist noch irgendwas. Da kommen wir nicht lang. Ja, alles komisch. Komm mit der Quest nicht weiter. Beziehungsweise kommen mit den Questen nicht weiter. Weil wir können ja keine Wächter rausholen und wach machen. Schon ein bisschen komisch. Sind wieder Wölfe unterwegs.
Ah, da ist hier eine Tür, die wir anklicken können. Schon gut, ich hab verstanden. Einen noch. Das haben sie irgendwie blöde gemacht. Da will er nicht jede Tür ablaufen. Und gucken, welche ich anklicken muss. Das haben sie ein bisschen blöd gelöst. Wölfe und Yetis. Ach, Yetis, Bären meine ich. Meine Lieblingstiere. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Mit den Türen hier und den Wächter rausholen, aber im Großen und Ganzen. Ja. Geht. Rumlaufen, das so nervt. Hätten sie irgendwie anders lösen können.
Aussichtspunkte. Und hier kommen wir nicht weiter. Wir springen mal hier runter. Tolle Wurst. Ich habe wirklich keinen Bock, jede Tür abzuklappern. Ein bisschen nervig. Gehen wir mal eine Runde beten. Oder auch nicht. Kurios, kurios. Ich glaube, jetzt müsste man die Stadt schon allen Ecken und Kanten abgelaufen sein.